So, hallo Leute. Heute geht es mal wieder weiter hier im Bastlerobjekt. Ihr werdet den heute, sag ich mal, so wie er jetzt ist, hier das letzte Mal sehen. Weil, wie ich gestern im Video erwähnt habe, sind die Teile vom Pulverbeschichter auch da. Das ist alles schon hier. Das habe ich schon soweit fertig. Ich werde das soweit gleich zusammenbauen: Einspritzdüsen, den Deckel wieder für die Kurbelwellenentlüftung von innen, der hier drunter sitzt. Dann kommt das alles wieder rein, Ansaugung kommt rein, Rohr kommt rein, Deckel kommt drauf, Einspritzleiste kommt rein, Benzin kommt ran. Also ich bin da sehr, sehr guter Dinge, dass wir hier heute sehr weit kommen. Und ich glaube auch, dass das Gesamtpaket sehr, sehr sexy wird. Na? Also da gehe ich ganz, ganz stark von aus. Weil bis jetzt haben wir ja schon schön viele Sachen in Schwarz. Ich bin gespannt und ich denke ihr auch. Ne? Also ich will gar nicht weiter rumlabern. Es ist morgens, es ist kalt. Ich habe Kaffee schon gehabt, das ist das Wichtigste. Und jetzt geben wir Feuer. Also Jungs, dranne bleiben und bis gleich, wie gehabt. So Mädels, ich habe jetzt stundenlang gebastelt und wie ihr mich erkennt, bin ich immer sehr fleißig, ne? Und sehr schnell in dem, was ich da tue und was ich da mache. Ich sehe gerade, ich muss hinten noch Spurplatten drauf machen. Weil die vorne weiter rauskommen. Ich habe aber noch welche dafür, kein Thema. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass er optisch nicht unbedingt jetzt der schönste ist, aber auch nur wegen so ein paar Kleinigkeiten, sage ich mal, Kotflügel hier und da, was er im Nachhinein alles machen wird. Man nennt ihn wahrscheinlich den Wolf im Schafspelz. Von außen sieht er so ein bisschen nach 1,6er Tuning aus, und aber unter der Haube geht es richtig zur Sache. Aber was heißt richtig, ne? Wir sind hier in einem ganz normalen Rahmen. Nicht GT35, auch nicht GT30. Wir haben hier, glaube ich, GT28, aber dafür ein Garrettlader. Ja, ich habe den ganzen Motor einmal auseinandergerissen und neu zusammengebaut, weil das alles, wie gesagt, falsch war. Kopfdichtung, ach, Kopfschrauben nicht fest. Hier war hingehudelt, da war hingezudelt. Also das war richtig, richtig futsch, die Kiste. Ne? Wer die Videos kennt, der weiß ja, was mit der Kiste los war und wie die vorher aussah. Und wenn ihr das nicht wisst, guckt mal in den alten Videos. Da gibt es hier eine Playlist drüber. Alles, was ich bis jetzt gemacht habe, wie der ankam bis jetzt. Und ja, gestern Abend sind ja, wie gesagt, die Pulversachen gekommen. Ich habe sie heute so reingeklemmt. Ihr habt ja nur das Video gesehen, wie er heute Morgen noch aussah. Und jetzt gehen wir einfach mal hin. Wir gucken noch mal innen rein und dann gehen wir erstmal nach vorne, wie sich das bislang jetzt verändert hat. Ne, hier ist noch ein bisschen Kabelsalat und ein bisschen was nötig. Aber hier vorne sind wir fast fertig. Ui. Ist das nicht schick? Mal ganz ehrlich. Ich finde das auch richtig schick. Schön schwarz, alles in schwarz, ist schlicht in schwarz. Ne, so ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, aber halt nicht viel. Aber ich habe alles so weit drinne. Ne, wir haben hier 470er Bosch-Düsen drinne, blaue. Einspritzleiste, alles gepulvert. 3 Bar Benzindruckregler jetzt drinne. Gepulverte Ansaugbrücke. Gepulverte Ladeluftverrohrung. Ne, bis hierhin war sie. Und dann habe ich nach hier hin oben hin noch einen Bogen dran geschweißt, das rangeschweißt, den rangeschweißt. Dann habe ich hier noch eine vernünftige Ansaugung gebaut. Ne? Auch komplett pulverbeschichtet. Dann die Rückführung. Gaszughalter, alles schon drinne, komplett. Ganzen Kabelbaum neu gewickelt. Hier haben wir dann jetzt die Benzindruckleitung, alles in Stahlflex hier mit dem Halter. Hier lang. Zack, zack, hier hinten hoch. Hier müsste ich, hier habe ich noch einen Halter dran. Ne, da ist der noch fest, dann geht er hier hoch. Hier kommt noch eine Druckleitung dran. Wenn wir das noch ein bisschen umlegen, die Schraube noch hier rein, so Kleinigkeiten. Ne? Aber sonst im Großen und Ganzen ist das Motorpaket soweit fertig. Stoßstange ist auch schon vor. Hier meine Nummernschildhalter, Ladeluftkühler. Unten hat er blaue Schläuche, sieht man aber nicht so.
Deswegen bleibt es auch so. Ölkühler ist wieder hier an die Seite gewandert. Ne? Der passte da ganz gut. Ich habe das noch ein bisschen zurechtgeschnitten. Da kommt auf jeden Fall Luft genug ran. Hier oben passt er leider nicht, weil er zu groß ist. Ja. Im Großen und Ganzen wird er so langsam erwachsen. Ne? Ich bin mal gespannt, wie der läuft. Das ist echt sexy. Wenn man überlegt, wie die ganze Kiste vorher mal aussah, Alter, mit den ganzen Plastikrohren hier oben drüber und da rein und hier rein und da rein und Pop-off in Pop-off und nächstes Pop-off in das nächste. Ist echt gut. Ne, kann man sagen, was man will, Mann. Haben wir gut was rausgeholt aus der Bastelbude. Ich hoffe, dass hier jetzt auch noch alles schön funktioniert. Ne, wie gesagt, Spritpumpen, Scheiße, habe ich alles schon fertig. Soweit. Also unten drunter, was oben ist, noch nicht. Ja, die Anzeige habe ich drinne. Die ganze Geschichte ist hier wieder drinne. Funktioniert auch. Ja, wir haben hier noch ein bisschen Kabelsalat. Gucken noch mal alles nachgucken, sag ich mal, was noch nicht funktioniert oder überhaupt funktioniert, das weiß ich ja bei der Kiste eben nicht. Das Problem war, ich konnte den Wagen nicht laufen lassen, wo der hier war. Also für mich war der nicht fahrbereit und lief nicht. Deswegen weiß ich von der Kiste auch nichts. Weißt du, wenn die Kiste mal ein bisschen läuft und wieder mal ein bisschen auf dem Hof hier vor, zurück und warm laufen und Lüfter, dann kann man so einiges durchprüfen. Aber wenn so eine Karre nicht läuft, dann ist das immer schlecht. Ne? Dann weiß man nie, was man da baut. Aber wir sind da, ich bin da ganz guter Dinge. Wir kriegen das schon irgendwie geschaukelt. Der ganze Gedöns ist hier drinne. Abgastemperatur muss ich nochmal nach, dann muss ich hier nur ein Stück wegnehmen. Damit die gerade rein sitzt, sitzt hier zu toll auf Spannung. Aber man könnte sie reindrücken, aber er wird immer wieder rausflutschen. Machen wir vernünftig. Ja, die habe ich angeklemmt. Rüssel liegt hier unten schon. Ne, muss noch nach draußen gelegt werden. Ich muss noch die Druckleitung vom Bremskraftverstärker zur Ansaugbrücke muss ich noch bauen. Ja, und so Kleinigkeiten. Ich würde aber auch sagen, ich schnack jetzt gar nicht weiter rum, sondern ich will noch ein bisschen was schaffen. Weil mein Plan ist, dass ich den morgen laufen lassen kann. Es ist nämlich alles angeklemmt. Wassersystem ist komplett dran, Ölsystem ist komplett dran und dicht. Neuen Filter drin, alle Sensoren neu. Ja, wir haben alles dran. Das heißt, ich kann jetzt Wasser aufkippen. Zum Beispiel den gibt es hier nicht, da müssen wir, da ist noch ein bisschen Elektronikkram, aber das erledige ich alles an einem Tag, da bin ich relativ fit drinne. Das sieht so sexy aus, ne? Was sagt ihr denn dazu, Mann? Schreibt mal drunter bitte. Im Gegensatz vorher und nachher. Das sind Welten. Ne? Und jetzt alles schön. Das sieht richtig sexy aus. Können wir da mal ranzoomen hier? Alter. Voll zu wild, wa? Ja, so sieht man das aber auch mal richtig, ne? So Jungs, nun muss ich aber wieder morgen. Bis später. So, ihr seht ja selber, ne? Das ist hier nur noch die Beleuchtung. Es ist duster draußen. Ich mache jetzt Feierabend, will euch aber noch eben zeigen, es ist fast alles fertig. Ich habe Batterie schon am Ladegerät, morgen mal durchdrehen. Öl ist drauf, Wasser ist drauf. Ich hatte die Zündung gerade mal an, hatte die Benzinpumpen nicht gehört. Ich denke mal, dass die nicht funktionieren. Aber sonst, Jungs, ist alles soweit safe. Komplett. Ne, wir haben den da dran,
Wir haben die da jetzt dran. Wir haben den ganzen Fred hier dran. Der einzige Klaus, der noch fehlt, ist die Ladedruckanzeige. Der muss noch hier am Motorraum dran. Sonst nichts. Plus und Minus auf die Batterie. Und dann können wir den orgeln lassen. Da werde ich aber heute mich nicht mehr mit beschäftigen. Das werde ich morgen dann machen. Oder halt Montag. Je nachdem, wie ich Bock habe. Aber wir sind echt weit fortgeschritten, ne? Ich weiß, dass noch ein bisschen Kabellage, wie gesagt, auf mich zukommt. Das wusste ich. Und das habe ich mir gedacht, weil das echt ziemlich alles verpinnt ist und verstrickt hier und gebrückt. Und was weiß ich nicht, Hauptsache Entzündfunken. Und zum Ausmachen haben wir einfach da hinten Lappen in den Auspuff. So hat er sich das wahrscheinlich gedacht, weil, ey, da sind echt viele Lüsterklemmen und alles aneinander gebunden. Und das muss ich erstmal auseinanderstricken. Und der hat gar keine Anzeige für Wasser hier oben. Ne, das heißt jetzt nur hier provisorisch draufgesteckt, damit ich den Stecker nicht verliere. Da muss ich noch zum Kabelbaum hin oder gucken, ob ich mir da was anderes rauspinnen kann, damit wir das wieder zum Tacho packen können. Weil sonst haben wir nachher hier, entweder hat er die Lampe rausgedreht, die hier ganz links ist. Ne? Hier sehen wir das, ganz links ist Wasser. Könnt ihr es überhaupt sehen? Ja, so. Ne? Vielleicht hat er die Birne auch rausgedreht, damit die gar nicht leuchtet. Ich will auf jeden Fall, dass das funktioniert. Ich will, dass das Wasser funktioniert. Ich will, dass die Temperatur funktioniert. Ich will, dass die Geschwindigkeit geht. Ich will, dass Drehzahl geht. Ich möchte, dass MFA geht. Ich möchte, dass die Tankanzeigen gehen. Ich möchte, dass hier im Tacho alles funktioniert. Ne? Und das so auch wie original. Bei rumbasteln. Das wurde jetzt hier lange genug gemacht. Dann machen wir es einmal, weil ihr seht ja selber, das hängt hier alles noch raus. Und wenn ich den Kabel Salat so schon sehe, ne? Dann ich sehe da hinten alle Stecker auseinander und da den mit der Lüsterklemme an den und da mit dem Kabeldieb und an, ach, hör auf, dann hier sowas, sowas zum Beispiel kriege ich eine Krise. Ne? Ja, und hier ist nur noch unser Ladedruckschlauch, der geht dann nachher da oben durch. Aber wenn ich hier ganze Boxenkabel sehe, was da über die Pedalerie einfach so rüberhängt, dann kriege ich auch schon Bauchschmerzen. Nicht, dass da beim Kuppeln sich irgendwas verhakt oder sonst irgendwas, ne? Da muss ich mir erstmal ganz genau angucken. Am besten ist Stuhl raus hier, ne? Halte Klosett raus hier und dann kann ich mich da unten reinlegen und richtig was sehen. Ja, und dann werde ich das alles mal Stück für Stück mit meinem Messgerät durchmessen, so wie ich das brauche. Und dann werden wir mal sehen, was überhaupt passiert. Wie gesagt, wir müssen auch noch die Höhenverstellung müssen wir noch machen. Weiß nicht, ob egal, irgendwas geht, hier habe ich nicht getestet, weil wie gesagt, Batterien sind alle im Moors, die ich habe. Ich hoffe, dass ich jetzt mal irgendwas geladen kriege, damit wir morgen was testen können. Ansonsten muss ich mir irgendwo eine neue organisieren. Was schade wäre, ne? Weil die über den Winter echt kaputt gegangen sind. Und dann schauen wir mal, ob der Bock läuft die Tage, ne? Also ich denke mal, das nächste Video, was wir hier bringen, wird der Bock auf jeden Fall fahren. Was heißt fahren? Laufen. Dann schauen wir mal, ob er trocken ist oder ob er ein bisschen inkontinent ist. Aber sonst, das ist schon geil mit den ganzen Gepulverten. Ne? Auch hier alles schön vernünftig. Ja, Jungs, ich will auch gar nicht weiter groß rumlabern. Ich will jetzt reingehen, euch das Video schneiden. Ich will jetzt Feierabend machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns die Tage wieder in Altersfrische. Hab euch lieb, Mann. Lasst einen Daumen da, wenn euch das gefällt. Wie gesagt, und nicht vergessen, schreibt mal runter, wie Motorpaket vorher, nachher. Ne? Also, bis dann. Ciao.